Finanzmarktwelt präsentiert den XTB Morgenticker vom 4. Dezember 2023. Handeln Sie verantwortungsvoll. Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. Den vollständigen Risikohinweis in schriftlicher Form finden Sie in den Shownotes. Die Indizes im asiatisch-pazifischen Raum wurden am ersten Tag der neuen Woche gemischt gehandelt. Der japanische Nikkei fiel um 0,7%, der australische S&P ASX 200 legte um 0,7% zu, der koreanische Kospi sprang um 0,6% nach oben, der indische Nifty 50 stieg um 1,5% und die Indizes aus China handelten um 0,2% bis 0,6% niedriger. Die Index-Futures in Europa und den USA handeln leicht schwächer. Die Spannungen im Nahen Osten nehmen zu, nachdem die Kämpfe im Gazastreifen letzte Woche wieder aufgenommen wurden. Jemenitische Houthi haben zwei Handelsschiffe und ein Schiff der US-Marine im Roten Meer mit Raketen und Drohnen angegriffen. Das US-Militär griff im Irak ein mit dem Iran in Verbindung stehendes Drohnenlager an. Die Nationale Gesundheitskommission Chinas hat empfohlen, große Versammlungen zu reduzieren, da die Zahl der Atemwegsinfektionen sprunghaft angestiegen ist. Nach Angaben der chinesischen Behörden werden die Infektionen durch bekannte Krankheitserreger verursacht und sind kein neues Virus. Öl wird um 1% niedriger gehandelt, womit sich der Rückgang gegenüber dem Höchststand vom Donnerstag auf über 7% ausweitet. Die Uneinigkeit unter den OPEC-Plus-Ländern sowie die steigende Produktion in den USA treiben die Rohölpreise nach unten. Der Goldpreis stieg über Nacht stark an, hat jedoch einen Großteil der Gewinne wieder abgegeben und wird um 0,8% höher bei $2.085 pro Unze gehandelt. Das Intraday-Hoch liegt bei rund $2.140. Die drohenden Zinssenkungen beflügeln die Erholung des Goldpreises, der inzwischen 8% über den Tiefständen von Mitte November notiert. Andere Edelmetalle legen nur leicht zu. Kryptowährungen haben sich über das Wochenende erholt. Diese Entwicklung setzt sich auch heute fort. Bitcoin gewinnt über 3% und handelt über $41.000, der höchste Stand seit April 2022. US-Dollar und Euro sind die wichtigsten Währungen mit der besten Performance, während Schweizer Franken und der australische Dollar am meisten nachgeben. Finanzmarktwelt präsentierte Ihnen den XTB Morgenticker.